2000 Jahre später kennt hier niemand das Evangelium. 3 Millionen Einwohner, 70% Muslime und nur 0,1% Christen. Durch die Besetzung der Osmanen wurde das Land islamisiert und fast alle Christen vertrieben. Zu der Zeit des Kommunismus wurde Albanien zum allerersten atheistischen Staat der Welt. Seit 30 Jahren gibt es in Albanien wieder Religionsfreiheit und kleine Gemeinden wachsen. In einem Land, in dem Korruption, Arbeitslosigkeit, Drogenhandel und soziale Ungerechtigkeit zur Tagesordnung gehören, gibt es wieder Hoffnung. Hoffnung zu vermitteln, das braucht Zeit, das braucht Generationen. Und deswegen investieren wir uns in Kinder und Jugendliche, indem wir wöchentliche Gruppen anbieten, indem wir Sprach- und Musikkurse anbieten, unser Wissen weitergeben, damit sie größere Chancen haben in ihrer Zukunft. Albanien ist auch ein Land, in dem oft der Glaube fehlt. Der Glaube an sich selbst, an andere Menschen, an Gott. Und wie kann ein Mensch leben ohne Glauben? Und deswegen investieren wir uns in Menschen, damit sie das Wort Gottes besser kennenlernen und umsetzen können in ihrem Leben. Und dabei im Gespräch bleiben mit Gott.